Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos. Kita-Platzklagen ohne Ende, die Rechtsprechung wird immer feiner verästelt, die Eilverfahren werden irgendwie ja auch nicht gerade weniger und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat sich wieder mal dazu geäußert, welcher Weg zur Kita, zu einem zugewiesenen Betreuungsplatz denn für Eltern noch zumutbar ist. Da gibt es ja immer die Streitereien, welcher Weg zur Kita hin und welcher Weg von der Kita weg ist denn noch zumutbar. Sind es 20 Minuten, sind es 30 Minuten, sind es 40 Minuten? Und dann hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gesagt, ja, sie sehen durchaus, dass die Rechtsprechung von sehr streng höchstens 20 Minuten einerseits spricht. Da gibt es Gerichte, die sagen, so um die 30 Minuten sei noch zumutbar. Fahrtweg mit dem Auto, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zumindest dort, wo es nicht eine eindeutige gesetzliche Regelung gibt und hat aber zugleich auch festgestellt, nein, eine solche pauschale Wertung verbietet sich eigentlich dort, wo es keine gesetzliche Regelung gibt, das als Vorbehalt. Und deshalb ist immer tatsächlich auf den Einzelfall abzustellen. Und ja, dann kommt es eben auch, das war Hintergrund dieser Entscheidung, darauf an, sind auch noch andere Geschwisterkinder irgendwo hinzufahren, in den Hort, in die Schule, in eine andere Einrichtung, hat die Familie ein Auto, hat die Familie zwei Autos, ist es dann doch die Strecke mit dem Bus oder mit der U-Bahn. Also diese pauschale Betrachtungsweise soll sich zumindest nach dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg so nicht als statthaft erweisen. Und das ist wiederum auch doch gut eigentlich, weil das Leben viel zu bunt ist, als dass man das pauschal so mit einer Stoppuhr irgendwie festlegen könnte. Denn natürlich, es spielt eine Rolle, wie die Verkehrsverbindung ist, wie die Anbindung ist, wie viel Fußweg dazwischen ist, wie häufig da meinetwegen auch noch ein öffentliches Verkehrsmittel ausfällt. All das ist durchaus relevant und die Gerichte fangen an, wir sind ja mittenmang dabei in diesen ganzen Verfahren, das immer feiner herauszuarbeiten für jede auch nur denkbare, naja, das ist ja denn das durch die Massen der Verfahren, durch nur jede denkbare Konstellation etwas doch an Rechtssicherheit mehr zu liefern. Und deshalb werden wir auch weiter hier darüber berichten. In dem Sinne.